Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Wir backen heute wieder mal ein ganz leckeres Brot. Es ist wirklich wenig Arbeit. Ihr backt es quasi im Schlaf und ihr habt dafür ein wunderschönes, knuspriges Brot. Und außerdem gibt es noch was zu feiern, nämlich die 200.000 Abonnenten. Woo! Vielen Dank an alle dafür, dass ihr meinen Kanal abonniert habt, dass ihr mir so lange treu gewesen seid. Und natürlich auch vielen Dank an all die Neuen, die dazugekommen sind. Und da mich ja sehr viele übers Brotbacken gefunden haben, dachte ich, das ist doch ein passendes Rezept, um die 200.000 Abonnenten zu feiern. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, für unser Brot brauchen wir, ich habe hier 250 Gramm Dinkelmehl Typ 630. Dann 250 Gramm Dinkel Vollkornmehl. Ihr könnt das genauso gut mit Weizenmehl machen. Das genaue Rezept steht wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. 10 Gramm Salz. So, das Ganze vermischen wir kurz. Viele von euch kennen ja vielleicht schon mein Brot ohne Kneten. Heute kneten wir ein bisschen, aber keine Angst, es wird nicht anstrengend. So, ihr könnt das natürlich genauso gut in der Knetmaschine machen. Wir machen es heute von Hand. So, dann habe ich hier Buttermilch, Wasser und Hefe. Wir werden diesmal aber noch ein kleines bisschen Brotgewürz dazugeben. Das besteht aus einem Teelöffel Koriandersamen, ein Teelöffel Fenchelsamen und ein bisschen weniger, ein halber Teelöffel Fenchelsamen. Könnt ihr aber auch je nach Geschmack ein bisschen mehr nehmen. So, das Ganze zerreiben wir einfach ein bisschen. So, ihr braucht natürlich nicht ganz so viel. Ich habe hier ein bisschen mehr gemacht. Das könnt ihr euch in eine Dose packen und dann einfach aufheben. Könnt ihr nach Geschmack hier bis hier mal 2 Teelöffel rein. Die vermischen wir auch. So, dann geht es schon zu unserer Flüssigkeit. 150 Gramm Wasser, 5 Gramm frische Hefe. Das Wasser ist jetzt lauwarm. Also ich habe es deswegen lauwarm genommen, weil die Buttermilch habe ich gerade aus dem Kühlschrank raus, damit das eben nicht eiskalt ist. Aber wenn es ganz kalt ist, dauert es einfach ein bisschen länger. Die Hefe wird trotzdem gehen. So, dann geben wir die Flüssigkeit schon dazu. So, dann wird es Zeit, das Ganze zu vermischen. So, das gebe ich jetzt schon auf den Tisch. Und erst jetzt können wir eigentlich von Kneten reden. So, das Ganze kneten wir durch, bis wir einen schönen Teig haben. Müsst ihr hier in dem Fall nicht allzu lange kneten, weil die Buttermilch das Ganze ein bisschen erleichtert durch die Säure, die da drin ist. Und Vollkornmehl sollte man auch nicht zu lange kneten. Also maximal 5 Minuten. Länger braucht ihr hier nicht. Eher weniger fast. Ja, immer schön mit dem Handballen. Wenn ihr keine Lust auf Kneten habt, dann schaut euch mein Video Brot ohne Kneten an. Da könnt ihr euch das nämlich ersparen. So, wenn mein Teig so aussieht, hat ungefähr 5 Minuten gedauert. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Dann lasse ich ihn noch einmal zurück in die Schüssel wandern. Und lasse ihn jetzt hier kurz abgedeckt bei Zimmertemperatur für eine Stunde gehen. Das mache ich deswegen, dass die Hefen schon mal ein bisschen arbeiten können, bevor ich ihn dann in den Kühlschrank mache. Denn sonst wird er einfach nicht genug gehen. So, der Teig stand jetzt eine Stunde bei Zimmertemperatur. Jetzt formen wir nur noch das Brot. Das geht im Prinzip ganz einfach.
Einfach hier in die Mitte ziehen. Zack. Wenn euer Teig so aussieht, dann ist das gut. Der wandert jetzt in unser Gärkörbchen. Wenn ihr kein Gärkörbchen habt, könnt ihr auch einfach eine Schüssel nehmen, zum Beispiel, die mit einem Tuch auslegen. Ich nehme so einen Gärkorb. Da rein lege ich ein Leinentuch. Leinentücher haben den großen Vorteil, dass sie nicht fusseln, so wie manche Baumwolltücher. Und sind eigentlich perfekt für das Klima, was so ein Teig braucht. Und es klebt auch nichts dran. Ja, unter dem Video verlinke ich euch sowohl Gärkorb als auch Leinentuch. Wenn euch das interessiert, könnt ihr die gerne bestellen. Ansonsten geht es, wie gesagt, auch einfach mit einer Schüssel. Kastenform geht auch. So, und dann bemehlen wir das Brot auch ein kleines bisschen. Dann geht das mit der glatten Seite nach unten hier rein. Kleines bisschen Mehl oben drauf. Und dann wandert der ab in den Kühlschrank, decken wir zu. Ihr könnt dieses Brot zum Beispiel abends machen, bevor ihr ins Bett geht, und lasst ihn dann einfach über Nacht im Kühlschrank stehen, backt es morgens früh. Ihr könnt es aber natürlich auch so timen, dass ihr das morgens macht und abends backt. Das Gute an diesem Teig ist, ihr könnt ihn auch mal ein bisschen länger gehen lassen im Kühlschrank. Das verzeiht euch dieser Teig ohne Probleme. Aber 8 Stunden sollte er schon mindestens im Kühlschrank gehen. Und wie gesagt, wichtig, nicht zu kalt. Also ab 4 Grad passiert nichts mehr. 6 Grad wären zum Beispiel sehr gut. So, ich decke den jetzt noch ein bisschen ab mit einer Klarsichtfolie, damit mir der Teig nicht austrocknet. Und dann geht er ab in den Kühlschrank. Mein Brot war jetzt 8 Stunden im Kühlschrank. So, das hole ich jetzt raus und in dem Moment schalte ich auch den Ofen an, dass der vorheizen kann. Und solange der Ofen vorheizt, solange lasse ich das draußen stehen. Den Ofen stelle ich auf 250 Grad unter Oberhitze. So, wir werden das Brot jetzt hier in dem Fall in einem gusseisernen Bräter backen. Der hat 24 cm Durchmesser, ist aber nicht wichtig. Wenn der ein bisschen größer ist, macht das überhaupt nichts aus. Wenn ihr keinen Gusstopf habt, könnt ihr notfalls auch einen Edelstahltopf nehmen. Wichtig ist, dass der Deckel hitzebeständig ist. Der große Vorteil von Gusseisen ist, durch die dicke Eisenwand speichert der die Hitze. Denn in dem Moment, wo ich das Brot hier rein tue, geht natürlich die Temperatur sofort runter, weil das Brot kalt ist. Aber keine Angst, wenn ihr keinen geeigneten Topf zu Hause habt. Natürlich könnt ihr das auch auf dem Blech backen. Mache ich selber auch sehr oft. Ich mache es nicht immer im Topf. Um wirklich das optimale Ergebnis mit dem Topf zu haben, muss der auch heiß sein. Den stelle ich jetzt in den Ofen, damit der eine schöne Temperatur hat. Und natürlich sollte auch der Deckel heiß sein, damit ich auch von oben Hitze habe. So, und dann zeige ich euch gleich noch einen Trick, wie ihr das da am besten reintransportiert. So, ich nehme dafür gerne ein Backpapier. Das falte ich einmal in ein Quadrat. Ich nehme deswegen das Backpapier, weil es einfach einfacher zu transportieren ist. Ihr könnt das natürlich direkt von dem Korb in den Topf machen. Und so, da geben wir unser Brot drauf und dann können wir das ganz einfach transportieren. So, Ofen und Topf sind heiß. Ich mache jetzt hier noch ein kleines bisschen Mehl auf den Boden. So, und jetzt stürzen wir das vorsichtig darauf. So, dann schneiden wir das Ganze noch ein. Ich nehme hierfür eine Rasierklinge. So, einschneiden könnt ihr das im Prinzip, wie ihr lustig seid. Ich werde das jetzt hier so ein bisschen schräg in einem Winkel einschneiden. So, jetzt müssen wir das nur noch in den Topf transportieren. Ja, gut aufpassen, wo ihr den hinstellt. Und nicht vergessen, der Deckel ist natürlich auch knallheiß. So, dann geben wir da vorsichtig
unser gutes Stück rein. Deckel wieder drauf. Und jetzt backen wir das Ganze für 30 Minuten mit Deckel. Danach drehen wir den Herd runter auf 220 Grad bis 200 Grad, je nachdem. Und dann backen wir das nochmal 20 Minuten ohne Deckel. Wenn ihr das Brot auf dem Blech backt, von den Temperaturen her genau das gleiche. Das Blech reinschieben und euer heißes Wasser rein. 30 Minuten bei 250 Grad, danach runterdrehen. Je nach Farbe des Brotes auf 220, 200 Grad. Und dann nochmal 20 Minuten fertig backen. So, das Brot ist jetzt eine halbe Stunde drin. Ich nehme jetzt den Deckel runter. Schön aufpassen, der ist wie gesagt verdammt heiß. Ja, sieht jetzt schon richtig gut aus. So, das Papier, ich nehme es jetzt raus. Und backe es jetzt ohne fertig. Wenn das so eine Farbe schon hat, reichen 200 Grad 20 Minuten. So, das ist das gute Stück nach 50 Minuten. Richtig gut. Schaut euch das an. Eine fantastische Kruste bekommen. Dann seht ihr den Boden. Das ist halt etwas, was ihr sonst nicht so einfach hinbekommt. Denn diese Hitze in dem Gusseisen gibt es einfach super weiter an den Boden auch. Rundum. Richtig tolle Kruste. So, das lassen wir jetzt erstmal abkühlen. So, der Moment ist gekommen, sich dieses schöne Stück von innen anzusehen. Ihr findet im Übrigen auch das Rezept zum Austrocknen auf meiner neuen Webseite, auch unter dem Video. Richtig schön ist das geworden, würde ich sagen. Wunderbare Krume, weich, luftig. Es duftet nach diesem Brotgewürz. Wirklich schön. Dann probieren wir das Ganze natürlich auch noch. So, und was gibt es Schöneres als ein frisches Brot? Einfach mit ein bisschen Butter. Sowas von lecker. Da braucht man wirklich gar nichts mehr drauf machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In dem Fall freue ich mich wie immer, wenn ihr mir hier unten einen Daumen hoch da lasst. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Denn dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und teilt die Videos gerne mit euren Freunden. Denn so helft ihr mir ungemein, meinen Kanal zu unterstützen. So, und jetzt habe ich noch eine kleine Idee für eine Foto-Challenge. Hier auf YouTube könnt ihr ja eure Fotos nicht mit mir teilen. Darum macht doch ein Foto von eurem Brot, teilt es auf Instagram, markiert mich darin und die schönsten Fotos werde ich dann im nächsten Monat in einem Video im Abspann mit euch allen teilen. Natürlich vorausgesetzt, ihr seid damit einverstanden. So, ich sage viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.